Was denken Sie sich bei einem Querdenker? Unter Querdenken, ja, das ist natürlich ein Problem, ja. Ja, dass man also nicht geradeaus denkt, normal denkt, sondern dass man dann komplizierter denkt, ja. Der es etwas anders tut als die meisten, eigene Ideen einbringt und damit entweder besonders erfolgreich ist oder genau das Gegenteil, erfolglos ist. Querdenker, ja, also die denken nicht so, sag ich mal, wie Sie und ich, sondern in einer anderen Richtung, haben eine andere Meinung als ich. Nicht die allgemeine Meinung nicht. Das ist für mich ein Querdenker. Ich bin Holländerin. Ich würde sagen, ein Dwarsligger auf Holländisch. Der will nicht, was wir wollen. Der geht so, wir gehen geradeaus, aber er geht so. Beide Richtungen, wenn möglich. Querdenker, Individualisten, Leute, die gegen den Strom gehen, also sich ihre eigene Meinung bilden, was heutzutage, sagen wir mal, nicht mehr bei den meisten der Fall ist. Ja. Querdenker ist gut, für einen selbst kann einem aber auch das Leben schwerer machen. Querdenker? Weiß ich nicht, in verschiedene Richtungen vielleicht denken, durcheinander denken, verschiedene Gedanken auf einmal haben oder ein bestimmtes Thema auseinanderzunehmen und dann eben quer zu denken. Ich denke mal, der nicht in geraden Linien denkt. Also der vielleicht andere Meinungen hat wie alle anderen. Querdenker. Weiß ich nicht. Ich würde sagen, jemand, der sich einem Thema unkonventionell nähert. Der also, wie der Begriff auch sagt, von der Seite rangeht an das Ganze. Unangenehme Leute meistens. Ich finde das nicht. Ich finde das auch schon mal, man muss schon mal querdenken im Leben. Man kann nicht immer nur gerade denken. Ich finde, man muss auch schon mal querdenken, um zum richtigen Ergebnis zu kommen.